Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Kaffee Dingens da. Kaffee Owner Simulator. So, Menü, wir haben Teig, Käse, Ketchup, Salami. Dann brauchen wir diesen Schinken. Tomaten. Ich hole erst Tomaten. Eins, also zwei. 4. 40 Tomaten. Sollten wir erstmal mit hinkommen. So. Habe ich da gerade Döner gesehen? Dönerspieß? Wir haben immer noch 8.326. Nicht schlecht. Wir sind sparsam. Oh, Alter! Ja, schon wieder. Guten Tag, ich habe seit drei Tagen nichts gegessen und nichts getrunken. Ich will essen und eine Flasche Wodka kaufen. Damit war es leer, habe nichts gefunden. Gib mir $50. Eines Tages werde ich ein vergangenes Leben zurückkehren und das Geld zurückgeben. Dann kauf er wenigstens günstigen Wodka, dann hast du länger was davon. Tschüss, hau ab. Ach, wenn ich doch nur nicht so ein guter Mensch wäre. Naja, egal. So, also, wir haben... Tomaten haben wir jetzt auch. Da haben wir jetzt alles. Da brauchen wir noch so einen Käse. Den haben wir nur einmal. Also, wir brauchen so einen Käse. Die können wir machen, schon so. So einen Käse und so ein komisches Fleisch. Einen komischen Käse und ein komisches Fleisch. Hier, komischer Käse. Wo haben wir das komische Fleisch? Ja, wir haben das komische Fleisch. Bringen wir mal rein, bevor der sich das holt hier. Der Gammler. Der hinter meinem Müll, hinter meinen Mülltonnen sich versteckt. Ah, Hilfe! Ich will nicht einfrieren. Ob man hier wohl sterben kann? Ob man hier in der Gefrierkammer sich einsperren kann und sterben kann? So, also wir haben... Da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Da haben wir auch alles. Da fehlen noch Pilze und Zwiebeln. Da fehlen auch noch Pilze. Da fehlen nur noch Pilze. Dann haben wir da auch alles. Also brauchen wir nur noch Pilze und Zwiebeln. Und zwar 40 Pilze und 10 Zwiebeln. Dann müssen wir alles haben. 40... Hier, Döner. 40 Pilze. Wo sind die Pilze? Sind das die Pilze? 4 Zwiebeln. Nein. Wie viele Zwiebeln? Shit. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Die Pilze sehen anders aus. Das ist ja gemein. Das meine ich nicht. Ich weiß, ich kann auch hier oben zurück. Was, dieser Indikator zeigt dir die Lebensmittel an, die sie für die Zubereitung der Gerichte auf ihrer Speisekarte benötigen. Ach so. Okay. Ja, hier, da, 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 ja. Aber nicht wie viele. Wir von allem 100 haben. Mann, Mann, Mann. Also. 40 mal Pilze, 20 mal Zwiebeln. So haben wir es. 40 mal Pilze. Was ist der gelbe Punkt da? Und 20 mal Zwiebeln. So. Jetzt ist da auch kein grüner Punkt mehr. Jetzt haben wir alles bestellt. Was haben wir denn da sonst noch? Red Bull? Only Fantas? Ach, das hier sind Getränke. Ja, Getränke habe ich auch noch keine. Dann machen wir mal Dr. Pepper Cola. Dr. Popper meine ich natürlich. Spritzer. Oder Spritze. Pepis und 7 irgendwas.
So, sollte reichen. Haben wir jetzt auch Getränke. Gut, nur 10 Mal, aber ja. Na, kommen da Leute her, wollen... Oh. Okay, Getränke. Ach ja, Getränke und Kühlkammer, das verträgt sich nicht so ganz, ne? So. Ich stell die mal hier rein. Die Getränke. Kann ich die aufeinander stellen? Ja, gut. Die fallen dann in der Gegend rum, aber geht schon. So, was haben wir hier? Die Pilze, die kommen auch. Ins Kühlhaus. War die satt? Auch Pilze. Auch ins Kühlhaus. Ja. Boah, wir sind schon so ausgestattet. Wir brauchen nur noch Kundschaft. Ja, gut. Und noch ein paar Dinge, um Dinge zuzubereiten. Aber da kommen wir ja gleich dazu. So, Getränke. Auch noch rein. Ja, da war hier 7 up. Oder was auch immer. 7 down oder wie das hier heißt. Keine Ahnung. Und Dr. Popper. Oder Dr. Pooper. Da hat es aufeinanderstellen funktioniert. Ich möchte die alle aufeinanderstellen. Hallo. Ah, okay. Gut. Sehr schön, das ist in Ordnung. Ich mach mal dazu. Platzieren Sie eine Registrierkasse, Küchentisch, Backofen und Kühlschrank. Einige Geräte müssen an eine Steckdose angeschlossen werden. Ja, genau. Also, wir brauchen Registrierkasse, Küchentisch, Kühlschrank, Küche, Kassen. Wir machen erstmal Kasse. Uniprice, da anderes Level. 500. Dollaris. Das ist ganz schön teuer. Also, hier ist die Kühlkammer. Sprich, wir sollten hier, lass mal überlegen. Ich würde sagen, hier so die Kasse. Kann man das am Boden ausrichten? Ist das so? So eher, oder? Oder so? So, oder? Ja, ich glaube, so ist gerade. So, ich würde hier... Würde ich vielleicht um die Ecke machen oder nicht, oder ich weiß nicht. Ne, ich mach mal hier die Kasse so. So, dass ich noch ein bisschen dahinter laufen kann. So, wir können das ja nachher immer noch dingsen. Strom, Power. Ja, okay. Ja, schwierig. Gibt noch keine Steckdose. So, dann brauchen wir was? Einen Backofen. Einen Küchentisch. Erstmal ein Küchentisch. Kassenküche. Das hier scheint ein Küchentisch zu sein. Huch. Ich bin in dem Küchentisch. Kann man das da nicht? Kann man das da nicht verbinden richtig? Das ist doch kacke. Ich tue das Ding mal woanders hin. Bis wir hier drin Licht haben in dem Laden. Also kann ich die vielleicht noch ein bisschen bewegen? Muss tatsächlich so weit davon wegstehen. Verdammt. Ja, muss tatsächlich so weit davon wegstehen. Sieht schon ein bisschen schäbig aus, das Ding.
Dann brauchen wir einen Kühlschrank. Und einen Backofen. Und ein Waschbecken. Dunstabzugshaube. Aber wir haben keinen Backofen. Das ist eine Herdplatte, ne? Warte mal. Toilette? Außenflur. Doch, Küche. Ist das dann Backofen? Also unten drin? Soll das der Backofen sein? Komisch. Also Spülbecken würde ich mal hier hin machen. Ist nicht so einfach, die Sachen auszurichten. Ich weiß nicht, ist das gerade? Sieht irgendwie krumm aus. Ich weiß, brauche ich nicht, stand nicht drin, aber ist mir egal. Moment, vielleicht gibt es hier eine Taste. Ich schau mal nochmal. Ja, nein, gibt's nicht. Okay, gut, dann brauchen wir einmal einen Kühlschrank. Wo ist er? Der Kühlschrank. Da ist der Kühlschrank. Der ist größer als... Nee, doch nicht. So, dann kommt der hier hin. Oder kommt das alles dahin? Ne, ich glaube, der ist hier ganz gut. Aber irgendwie bin ich mit meinem Tresen hier nicht so zufrieden. Dann brauchen wir eben den Backofen. Den sollte ich eigentlich da hinten an der Wand platzieren. Ja, ich muss das alles noch ein bisschen moven. So, pass mal auf. So. Und das Ding auch noch ein bisschen weit. Oh. Nee, pass mal auf. Machen so, das erstmal hier hin, dann kommt der ganz da in die Ecke. Und das da kommt nämlich hier hin. So, geht die Tür dann noch auf? Ja, wunderbar. Okay, ja, der braucht dann noch Strom. So, dann machen wir das ganze Ding auch weiter nach hinten. Und dann haben wir hier genug Platz für die Öfen. Ich brauche dann noch mehr Arbeitsfläche. Was ist los mit dem Ding?
geht das hier nicht. Sind wir da zu nah dran? Ich glaube, ich muss die Sachen hier nochmal ganz wegbewegen. So, hier hin. Dahin. So, jetzt aber. Den Ofen. Der gar kein, der eigentlich eher ein Herd ist anstatt ein Ofen. Ist irgendwie kacke, dass man die Sachen hier nicht sauber ausrichten kann. Vielleicht mit STRG oder so. Mit C, mit Shift. Pfeiltasten? Nee. I, schon wieder Mäuse. Okay, jetzt haben wir wieder Platz. So, also. Der Ofen. Gleich nochmal ein. Ich würde mal sagen, drei Öfen. Gebe ich zu viel Geld aus? Kann das sein? Moment, ich muss mal ganz kurz. Wo ist die Sau? Halt! Komm her! Du bist sie! Bleib stehen! Höh. Jetzt habe ich sie, oder? Ja. Gut. Also, schade, dass die Öfen nicht enger zusammengehen. Ist aber hier das Waschbecken? Eigentlich das Waschbecken hier in die Nähe, ne? Und das hier verkaufen. So. Und dann Dunstabzugshauben. Zwei Stück hin. Du hast unbezahlte Rechnungen. Öffne dein Tablet. Okay. Wo? Rechnungen. Elektrizität, Wasser. 5,7 Dollar für Wasser. Ja, von mir aus. Ich weiß doch nicht, wo ich jetzt Wasser benutzt habe, aber gut. Wenn die meinen. So. Öfen haben wir jetzt genug. Definitiv. Dann mache ich hier vielleicht nochmal so eine Theke hin. Nein, das geht nicht. Nee, dann mache ich das doch darüber. So. Und dann hier nochmal so ein Bearbeitungstisch. So. Da ist es kacke, dass der so weit von der Wand wegsteht. Das gefällt mir gar nicht. Was ist hier drin? Face Mask und Gloves. Okay. So, dann machen wir das hier. Stehen wir ganz dahin, so dass wir hier halbwegs Platz haben noch. Näher kann ich nicht. Liegt das daran, dass man da dann nicht mehr genug laufen kann, oder was?
schon ziemlich. Ich weiß ja nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Na gut, hier gibt es noch so Getränkesachen und sowas. Und Hängeschränke gibt es auch noch. Ich glaube, ich mache das ganze Ding. So, dass ich hier noch einen Durchgang habe. Zu nah. Hier geht. Dann machen wir den auch noch ein bisschen raus. So, dann können wir hier raus. Steht hier hinten nicht ganz dran, aber. Ih, es gibt Kakerlaken in der Einrichtung. Holen Sie sich das Kakerlakenspray und vernichten Sie sie. Bäh. Das war bei Sonstiges, ne? Nein. Werkzeuge? Schabentilger. Ja. Weg mit euch. Ist das das Lied? So. Was ist hier? Na, egal. Lass ich jetzt so. So, dann gehen wir damit noch ein Stückchen näher ran. Was zur? Warum fliegt das jetzt hier? Okay, geht nicht. Das machen wir das so. Und dann kommt hier nochmal so ein Tisch hin. So. Ist der gerade? Ja, ich glaube schon. Okay, und das Ding da auch bewegen. So. Ah, ich weiß nicht, 3 Backöfen? Ist vielleicht doch viel. Ich will den weiter hier hin. Ah, jetzt geht's, komischerweise. So. Na also. So. Keine Ahnung, ob wir 3 Stück davon brauchen. Ich glaube nicht. Also doch, ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, es ist so, dass wir dann mehr Pizza gleichzeitig machen können, wenn wir davon mehr haben. Und somit die Leute schneller zufriedenstellen können. So, lass mal sehen. Ja, so sieht doch das gut aus. Da ist zwar jetzt hier noch fett alles offen. Aber weißt du, ach komm, weißt du was? Wir haben doch die Kohle. Wir haben doch die Kohle.
So, guck mal her. Mau ja schön. So, machen wir nämlich hier noch zu. Wenn ich dann den kann. So geht schon mal nicht. Na, ah, jetzt habe ich es weggemacht, verdammt. Ja, wahrscheinlich kann dann da keiner mehr dran stehen. Deswegen meckert das hier rum. Aber das ist doch hier weit genug weg vom Ofen. Das ist kacke. Egal, wir lassen es erstmal. So. Egal, das passt so schon. So, ja, komm, eine mache ich noch. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es... Ach, guck mal, wer da wieder ist. Ich habe dich entdeckt, du Zigeuner. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Kaffee oder mittlerweile Restaurant-Simulator. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.